Hallo! In diesem Video geht es heute um meine Lieblings-Apps. Und zwar habe ich mir überlegt, wie ich das Ganze ein bisschen spannend gestalten kann, weil ich nutze ja viele Apps, aber die sind ja nicht alle so spannend jetzt. Also es dürfte ja jedem von euch klar sein, dass ich Instagram-App habe, dass ich auf Facebook natürlich aktiv bin, Messenger, Seitenmanager, was es alles gibt und auch meine E-Mail-Apps ganz gerne nutze unterwegs. Aber ich möchte euch auch noch ein paar Apps vorstellen, die ich sonst so gerne benutze. Und zwar fangen wir mal an mit dem wohl allerwichtigsten für einen Blogger. Und zwar sind das die Fotobearbeitungs-Apps. Also ich jage mein Bild, bevor ich es schlussendlich bei Instagram hochlade, durch mehrere Apps, was etwas aufwendig ist. Aber es lohnt sich. Und zwar fange ich an mit Snapseed. Also, so sieht die App aus. Ihr kennt die vielleicht. Vermutlich, weil es ist eine super App zum Fotos bearbeiten und ich kann die jedem einfach nur empfehlen runterzuladen. Also ich lade da einfach mein Bild als erstes immer rein und stelle dann so die Helligkeit ein, Kontrast, Sättigung und passe so alles mögliche an. Es gibt da auch Filter, aber die nutze ich eigentlich gar nicht so. Ja, ich habe es jetzt gerade mal aufgerufen, so sieht das Menü aus. Also da kann man die Feinabstimmung hier auswählen und dann kann man hier auswählen Helligkeit, dann zieht man einfach so nach rechts oder links und macht das Bild dann heller oder dunkler. Das kann sehr viel ausmachen manchmal und was sehr wichtig ist, die Spitzlichter. Damit kriegt das Bild dann mehr so Strahlekraft, die mache ich dann gerne mal so hoch und runter. Also wenn euch dieses Thema interessiert, kann ich auch mal ein extra Video zu meiner Fotobearbeitung für Instagram machen und das Ganze noch so ein bisschen detaillierter anpacken, was ich da so mache. Ja, aber dafür jetzt erstmal so ganz grob, da kann man auch den Weißabgleich einstellen, man kann die Bilder drehen, so Basics, ne? Und was auch ganz cool ist, man kann auch reparieren. Also manchmal nimmt man vielleicht ein Bild auf und dann ist der, hat irgendwie den Rand irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel von einem Tisch. Man fotografiert einen Tisch und dann am Rand fängt schon der Boden an. Und dann kann man das halt mit dieser App ganz einfach reparieren, dass dann so das Weiße vom Tisch noch weitergeht. Ich hoffe, das war verständlich. Aber ja, diese Reparieren-Funktion finde ich zum Beispiel auch super, die es hier bei Snapseed gibt. Und für die erste Basic-Fotobearbeitung nutze ich das immer sehr gerne. Als meine nächste App ist dann, ja, oh Wunder, nicht schwer zu vermuten, ist dann Visco. Und zwar lade ich das Bild dann auch rein in Visco. Und hier setze ich mich jetzt an die Filter. Also mein Lieblingsfilter ist A5. Den verwende ich eigentlich bei fast jedem Bild. Allerdings nie in voller Stärke, nie in voller Wucht. Ich setze dann immer das etwas runter. Und manchmal auch nur so ein ganz klein bisschen, immer so, wie es mir gerade passt. Was ich auch noch ganz gut finde, ist zum Beispiel HB1. Und das sind alles kostenlose Filter. Ich glaube, A5 hat man nicht direkt drauf. Das ist so ein Filterset, das man sich noch zusätzlich runterladen muss, aber es kostet nichts. Man muss es nur runterladen. Dann, wenn ich dann damit allem fertig bin, kommt meine dritte Foto-App zum Vorschein. Und zwar nennt die sich Facetune. Die kennt ihr sicherlich alle, weil Facetune ist diese böse App, mit dem ihr eure Bilder so, eure Beine so ganz dünn photoshoppen könnt. Das mache ich aber nicht. Sondern ich nutze diese App hauptsächlich, um bestimmte Bereiche in einem Bild aufzuhellen. Das heißt, wenn hier zum Beispiel irgendwelche hellen Farben sind, Weißtöne, dann kann man die hier mit diesem Aufhellen gut noch heller machen. Und man kann auch mit Details kann man dann bestimmte Bereiche im Bild schärfen. Man kann allerdings auch noch viel mehr mit dieser App machen. Ja, also Unschärfe einbauen. Es gibt da auch Filter, Rahmen und was weiß ich alles. Aber ich nutze es hauptsächlich zum Aufhellen und für die Detailtreue, für die Detailtiefe im Bild. Und dann speichere ich das Bild und lade es dann bei Instagram hoch. Und da passe ich dann in Instagram manchmal auch nochmal die Helligkeit und so an. Aber wie gesagt, das war jetzt das Thema ganz grob angerissen und wenn euch das interessiert, mache ich gerne mal so ein extra Video, wo ich dann zeige, wie ich jetzt an einem Beispielbild das alles bearbeite. Manchmal lädt man ja auch Videos hoch. Und da finde ich eben zum Beispiel Boomerang braucht man ja jetzt mittlerweile als App gar nicht mehr unbedingt, weil es ja jetzt auch bei Instagram mitten in Stories zum Beispiel ist. Allerdings habe ich Boomerang auch noch als App mit drauf. Und ich habe vor kurzem mal eine gute Foto-Video-Bearbeitungs-App gesucht und bin dann auf Splice gestoßen. Die heißt Splice, die App. Und die ist von GoPro. Und damit kann man super gut Videos bearbeiten. Also ich habe das hier für so ein Neujahrsvideo, ist schon ein bisschen her, für so ein Neujahrsvideo verwendet. Da konnte ich Musik drauf machen, konnte das alles, die Geschwindigkeit, ich konnte alles Mögliche einstellen. Also das Video kürzer machen
Und das hat gut geklappt. Also mit dieser App war ich sehr zufrieden für die Videobearbeitung. Das war's so mit Fotos. Oder auch nicht so ganz. Weil zum Beispiel für Fotos nutze ich auch noch super gern die Dropbox. Also wenn ich dann irgendwelche Bilder von meinem Blog auf Instagram oder so hochladen will, dann schiebe ich die manchmal auch ganz einfach in die Dropbox. Oder wenn ich was irgendwie ja, schicken will, finde ich die Dropbox sehr, sehr praktisch und habe da auch eine App auf dem Handy. Und was haben wir denn noch an praktischen Apps hier, was ich nutze? Ah, ich habe die Google Analytics App auf meinem Handy. Die liebe ich ja, ne? Da kann man halt immer zum Beispiel gucken, was geht gerade in Echtzeit auf dem Blog ab, wie viele Leute waren heute auf dem Blog drauf. Und sie zeigt das halt super gut. Da ist halt so eine einfache Übersicht, da steht dann gerade Echtzeit so und so viele Besucher auf dem Blog, so und so viele Sitzungen heute, so und so viele neue Besucher. Und da gucke ich mehrmals am Tag rein und ziehe mir das rein, was da so abgeht. Dann habe ich auch noch Twitter auf dem Handy. Und was auch sehr praktisch ist, ich habe eine Kleiderkreisel-App, weil ich verkaufe ja ganz viel auch bei Kleiderkreisel und kann dann auch via App dann immer ganz schnell die Anfragen beantworten. Genauso auch bei eBay Kleinanzeigen. Und ich habe mir auch vor kurzem, wo ich öfters mal in Berlin war, die MyTaxi-App runtergeladen. Die ist ja mega für alle Berliner oder wenn ihr mal in Berlin zur Fashion Week oder sonst wann seid, unbedingt die MyTaxi-App runterladen, wenn ihr es noch nicht habt. Das ist super easy und geht sau schnell und überall, wo man ist, kann man da ganz schnell ein Taxi rufen. Genauso cool ist auch Lieferando. Ich bin vor kurzem mal in Berlin angekommen, es war irgendwie schon mitten in der Nacht und da konnte ich mir noch nachts nach 12 eine Pizza bis in mein Hotelzimmer liefern lassen. Und das geht hier nicht, aber das geht in Berlin. Das war sehr gut. Vor kurzem habe ich mir auch mal noch so eine Nike Training App runtergeladen. Die habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht so benutzt, aber ich glaube, die ist ganz cool. Also die habe ich noch vor, mir das mal öfters anzugucken. Und ja, was ich noch so als nächste essentielle App vorstellen möchte, ist eigentlich nur noch ein Standardding, also Google Maps. Das ist so praktisch, wenn ich irgendwo unterwegs bin in einer fremden Stadt, weil das auch so Öffis anzeigt, wie man irgendwie von A nach B kommt. Und ich glaube, ohne Google Maps wäre ich komplett aufgeschmissen oft. Das war es jetzt eigentlich so mit meinen Lieblings-Apps. Ihr seht jetzt, ich benutze eigentlich gar nichts groß Außergewöhnliches. Ja, sind alles eigentlich mehr so Standard-Apps, die ich super gerne verwende. Aber ihr könnt mir ja gerne mal Feedback hinterlassen, wie ihr das Video fandet, ob ihr das spannend fandet oder nicht. Und vielleicht mache ich dann auch nochmal extra was zur Fotobearbeitung für Instagram. Also ich freue mich auf Feedback und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!